Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Im letzten Part haben wir hier in Welt 3 gleich drei weitere Prüfungen abgeschlossen, nämlich die dritte, vierte und die fünfte. Und jetzt stehen wir schon vor der sechsten Prüfung und können dann die auch gleich in Angriff nehmen, würde ich vorschlagen. So, Hallöchen. Ein Spaziergang nennt sich das hier und wir werden am besten, würde ich sagen, gleich mal loslegen und mal gucken, ob das dann wirklich so ein Spaziergang werden wird, die Mission, oder ob die dann mal schwieriger werden wird. Die letzten oder die eigentlich alle Prüfungen bisher aus Welt 3 waren ja relativ einfach und mal gucken, wie jetzt diese wird. Wieder mal erreiche das Gebiet und zwar in drei Zügen nur. Also sollten wir auch wieder eigentlich halbwegs schnell hinkriegen, aber viele, viele Gegner stehen da vor uns im Weg. Vor allem auch viele Grobiane, dann noch einen Gugibu hier. Und das war es aber auch schon, aber dafür sind es halt 8 Grobiane, mit denen wir uns hier herumschlagen müssen. Also ganz einfach wird es auf jeden Fall nicht. So, hier ist ein Gebiet und dann hier ist keins und dann noch rechts oben und links oben. Genau. Also zwei Gebiete sind relativ weit weg und eines ist nah dran. Das erste kann ich jetzt sogar in der ersten Runde dann schon erreichen. Mit irgendeinem... Ah, kann ich nicht, weil ich nämlich erst... Ja genau, weil ich außen rumgehen müsste und weil nämlich die im Weg stehen. Aber ansonsten würde ich da schon relativ schnell hinkommen. Zu den anderen Gebieten hinzugelangen ist natürlich dann ein bisschen schwieriger. Werden wir aber schon auch hinkriegen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die so schwierig werden mit der Mission. Das sollten wir schon irgendwie schaffen, schätze ich mal. So, wenn wir mal kurz überlegen, wenn ich ihn dann gleich mitnehmen will. Ja, eigentlich ist Luigi auch wieder wunderbar. Ich meine, Luigi ist eigentlich immer gut, wenn es um solche Missionen geht, ein Ziel zu erreichen, weil er halt seinen coolen Leichtfuß hat. Er kann ja auch standardmäßig 8 Felder ziehen, was ganz gut ist. Und mit Leichtfuß halt dann immer noch 2 Felder mehr, das ist schon einiges wert. Deswegen möchte ich eigentlich Luigi auch hier ganz gerne wieder mitnehmen. Und dann bei den Hasen halt am besten noch einen, der auch relativ weit ziehen kann. Rabbit Mario hat ja 9 Felder, Rabbit Yoshi hat aber auch 9 Felder. Und deswegen werde ich dann einfach mal noch Rabbit Yoshi mitnehmen, würde ich sagen. Dann kann er sogar mit Luigis Leichtfuß sogar 11 Felder weit ziehen. Wahrscheinlich ziemlich heftig. Ich muss ja bei Luigi ein bisschen aufpassen, dass er nicht stirbt. Das wird noch ein bisschen schwierig vielleicht, aber das sollten wir schon auch hinkriegen. Ich werde jetzt mal für Rabbit Yoshi, da das jetzt keine so, glaube ich, total geschenkte Mission wird, die wird schon ein bisschen schwieriger, werde ich jetzt mal für ihn dann, glaube ich, schnell Waffen kaufen. Wenn ich ihn finden würde, da, genau. Sondern er hat natürlich auch wieder hier 1400er bekommen. Und seinerseits hier das große Finale. Dies ist der Soundtrack deiner Gegner. Der finale Countdown zu ihrem Verderben. Okay, sehr interessant. Und dann noch Paladin Pulverisator. Der hat Steinschaden, der hat Stoßschaden. Ich liebe Steinschaden, deswegen werde ich dann den hier mal kaufen und ihm anlegen. Mit 125 bis 255 Schaden. Bei einem kritischen sogar 306. Das ist schon echt ziemlich heftig. Und als Granate kriegt er hier entweder Bowser Schnabel oder auch Bowser Schnabel Junior, wie süß. Sehr schön, was steht hier eigentlich? Ein direkter Abkömmling von Bowser Schnabel, jedoch wesentlich impulsiver und mit einer schrillen, hüpfenden Stimme. Und bei Bowser genauso fies, böse und gemein wie der türkische Koopa-König, der als Vorbild diente. Jetzt ist es an dir, ein bisschen Feuer zu spucken. Okay, ja, und ich bin wie gesagt ein Fan von Steinschaden. Bei Granaten ist zwar Stoßschaden auch ganz okay, finde ich, aber Steinschaden ist im Allgemeinen einfach so unendlich gut, dass ich das nicht darauf nicht verzichten will. Deswegen werde ich dann das hier für Rabbit Yoshi mir holen. Okay. Luigi hat schon starke Waffen bekommen, deswegen, das passt alles. Fertigkeiten habe ich, glaube ich, nicht genügend Punkte, deswegen das lassen wir. Und wir legen dann auch gleich mal los, würde ich sagen. Ja. So, dann erstmal, bevor ich mir überhaupt irgendwelche Gedanken mache, machen wir erstmal den Leichtfuß. Ja? Time to play. Denn ich habe ja auch nur 3 Züge Zeit und in 3 Zügen da jetzt hinzukommen wird nicht so einfach werden. Ich soll es vielleicht am besten so machen, dass Rabbit Yoshi und auch Luigi den weiten Weg auf sich nehmen, weil sie nämlich halt weiter ziehen können und dass dann Mario gleich hier direkt in diese Röhre hier reingeht und sich das Gebiet hier schnappt. Obwohl ich halt natürlich, wie gesagt, mit Luigi echt aufpassen muss, weil halt hier schon viele Gegner im Weg stehen und am besten sollte sich eigentlich Luigi immer so positionieren, dass er von den Gegnern gar nicht erst erwischt werden kann. Das ist aber schwierig. Ja, das ist nicht ganz einfach auf jeden Fall hinzukriegen. Aber wir könnten die Mission auch schon in 2 Zügen vielleicht abschließen, wenn wir uns geschickt anstellen. Mal gucken. Ich will jetzt erstmal kurz bei Luigi schauen, was er alles denn machen könnte. Ja, wenn ich ihn jetzt nämlich zum Beispiel halt hier hinstelle, dann wird er halt von 2 Grobianen gleich erwischt. Und das ist natürlich weniger gut. Er würde zwar dann in der nächsten Runde schon die Röhre, glaube ich, erreichen können. Aber ob er halt überlebt, ist die Frage. Die machen ja 105. Wenn sie sich aber beide stärken, dann wird Luigi sterben. Und das ist natürlich nicht gut. Deswegen muss ich dann diese Grobiane hier, die dann Luigi ein bisschen nerven könnten, gegen die muss ich irgendwas unternehmen. Und ja, für Rabbit Yoshi wird es jetzt auch nicht so einfach werden. Weil mich hier halt auch einige blöde Gegner im Weg stehen. Also ja, das ist keine so ganz geschenkte Mission. Auf jeden Fall. Mit Mario sollte ich vielleicht mal den Kraftprotz übrigens auch machen, dass ich dann doch ein paar der Gegner ausschalten kann. Vor allem halt die, die halt Rabbit Yoshi und Luigi bedrohen. Das werden wir machen, ja? So, okay. Jetzt will ich mal kurz was überprüfen. Kommt denn Mario eigentlich da schon in die Nähe hin?
Ja, nach oben kommt er noch nicht, leider. Er kommt erst hier nach unten. Aber wenn ich ihn hier hinstelle, ist er eigentlich relativ safe, weil er nämlich davon niemandem erwischt werden kann. Der Gookiebu, der macht ja jetzt nicht so viel Schaden. Und ich muss einfach hoffen, dass der kein großes Problem darstellen wird. Aber Mario stelle ich dann eben schon mal einfach hier hin, würde ich sagen. Die Frage ist nur, ob er zuerst angreifen sollte. Das sollte er vielleicht sogar. Nämlich einen von denen hier. Damit dann nämlich die schon mal herlaufen und dann eben für Luigi keine Gefahr mehr sind, wenn sich dann Luigi nämlich hier so hinstellt. Das wäre vielleicht ganz gut. Deswegen, ja, machen wir das so. Vielleicht kriege ich auch einen Honigeffekt, das wäre auch ganz cool. Ich werde auf jeden Fall den hier dann angreifen, würde ich vorschlagen. Ja, obwohl, ich werde mal kurz was gucken. Wie viel macht Luigi mit dem Wächter? Mindestens 338. Ja, okay, das heißt nämlich, dass Luigi eigentlich im Alleingang die beiden besiegen kann. Es sei denn, ich habe ganz großes Pech, aber er kann es im Alleingang eigentlich schaffen, die beiden hier zu killen. Deswegen, nee, ich muss mir um Luigi dann doch keine Sorgen machen. Und dann sollte doch Mario zuerst sich bewegen und dann sogar tatsächlich Rabbit Yoshi aushelfen eher. Das ist auch ganz interessant, weil ich nämlich echt dachte, dass Luigi eher Hilfe bräuchte, aber nee. Es braucht tatsächlich eher Rabbit Yoshi dann Hilfe. Aber ist okay. Dann bewege ich Mario hier hin, würde ich einfach mal vorschlagen. Ich könnte noch von irgendwem wegspringen oder grätschen, das mache ich jetzt aber gar nicht. Weil das nämlich eh alles klappen wird vielleicht, so irgendwie. Ich meine, Rabbit Yoshi kann sogar dann noch von Mario abspringen. Achso, nee, kann er nicht. Ja, das kann ich vielleicht auch noch machen. Dass ich Mario so hinstelle, dass dann noch Rabbit Yoshi von ihm abspringen kann. Aber es ist auch blöd. Irgendwie. Nee, das werde ich nicht machen, das passt schon. Ist schon alles okay. Ich mache mir jetzt hier auch wieder nicht so unendlich viele Gedanken, weil ich auch wieder glaube, dass die Mission halbwegs machbar wird. Ich werde mal dann den hier angreifen, würde ich sagen. Ja. So, kabam, okay. Der kommt ein bisschen näher, aber ist okay, weil er nämlich dann nicht mehr so sehr in der Nähe von Rabbit Yoshi ist. Der kommt zwar in der nächsten Runde vielleicht schon zu Mario sogar hin, aber es wäre nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Vor allem, die haben ja auch nur den Vampir-Effekt, was auch nicht schlimm ist, deswegen, das kriegen wir dann schon alles hin. So, dann mal Luigi, hier wird sich eben dann mal hier, von hier aus kommt er in der nächsten Runde dann schon zur Röhre, oder? Er hat ja 8 Felder, doch, das reicht auf jeden Fall. Ich werde dann hier hinstellen, ja. Da kommt er gar nicht, warte mal, da kommt er gar nicht hin. Wieso nicht? Weil, achso, okay, weil nämlich, okay, weil die Grobian nämlich im Weg sind. Ich muss nämlich hier einen umgrätschen. Jetzt kann ich aber immer noch nicht dahin, das ist ja blöd. Das habe ich nicht ganz bedacht. Das ist ja doof. Weil, ja genau, weil die jetzt nämlich im Weg stehen und ich jetzt nämlich die Treppe deswegen nicht nach unten gehen darf. Das ist ja blöd. Okay, dann muss ich das doch vielleicht ein bisschen defensiver ausspielen. Das ist jetzt dann natürlich doch dumm, weil jetzt nämlich dann die beiden auch herkommen können. Okay, das habe ich nicht bedacht, dass Luigi hier nicht nach unten kommen kann, weil er eben auch nur einmal grätschen darf. Okay, dann ist die Mission doch schwieriger, als ich dachte. Und ich werde sie, glaube ich, dann doch nicht hinkriegen können. Weil ich mir jetzt hier dann zu schlecht angestellt habe. Ich werde es mal noch weiterhin probieren. Aber ich glaube, dass es dann doch nicht jetzt klappen wird, wie ich es mir vorstelle, ehrlich gesagt. Ich mache auf jeden Fall jetzt mal den Wächter hier. Und ich hoffe einfach, dass ich schon 340 Schaden bekomme. Das wäre ansonsten ein bisschen sehr bitter. Wir schauen mal. Bam, okay, kritisch, sehr schön. Und beide sterben sie. Ah, okay. Das war auch wichtig, einen kritischen zu bekommen, weil ansonsten nämlich der hintere überlebt hätte. Deswegen, das passt auf jeden Fall alles. Sehr gut. So. Dann Rabbit Yoshi muss ja auch einmal grätschen, um dann hier überhaupt durchkommen zu können quasi. Und er kann jetzt dann vielleicht dann den hier nochmal grätschen und danach dann selber angreifen und dann vielleicht den hier noch rausnehmen oder so. Das wäre ganz gut. Und du kannst dich dann danach mal so hinstellen, dass auf jeden Fall nicht mehr viele zu dir herkommen können. Aber dass du trotzdem die Röhre beim nächsten Mal erreichst, nämlich dann zum Beispiel hierhin, würde ich sagen. Ja. Dürfte schon passen. Vor allem Rabbit Luigi, nicht Rabbit Luigi, Rabbit Yoshi hat ja auch den Schild, den er noch einsetzen kann. Also es dürfte schon alles passen. So. Damit kannst du den hier hundertprozentig besiegen und den hier nicht hundertprozentig. Soll ich das jetzt trotzdem riskieren, den anzugreifen, weil der auch noch mehr KP hat? Würde ich eigentlich schon ganz gerne machen wollen, dass ich lieber den angreife. Ich werde mal zuerst den Schild schnell machen, falls er dann doch herkommen kann gleich, aber ich hoffe mal schon, dass ich da jetzt ein bisschen Glück habe und zumindest 250 Schaden machen kann. Das dürfte eigentlich schon die meiste Zeit funktionieren. Also wir probieren es einfach mal und hoffen, dass wir ein bisschen Glück haben. Das war, glaube ich, genügend. Ja, das war okay. Gut. So, jetzt bin ich gespannt. Das lief jetzt nicht ganz optimal, wie gesagt, alles. Vor allem halt wegen Luigi, weil ich halt nicht bedacht habe, dass er nicht unten durchgehen kann. Das ist ein bisschen doof. Weil jetzt dann gleich wieder auf jeden Fall angegriffen werden, von dem nämlich. Pusht sich der auch noch vorher? Natürlich macht er das. Oh Gott. 197, das tut weh. Wenn jetzt der Gookiebu auch noch auf Luigi geht, dann habe ich ein Problem, weil dann wird nämlich Luigi sterben. Und das würde er wahrscheinlich, wenn er halbwegs klug ist.
Deswegen, ja, ich habe da ein kleines Problemchen. Weil dann nämlich Luigi das Ziel nicht erreichen kann. Ja, wie gesagt, die ist doch schwieriger, die prüfen, als ich im ersten Moment dann dachte. Muss ich wirklich zugeben. So, was macht er? Lass mich raten. Nee, er ist blöd. Was bist du? Warum geht denn der auf, wenn Yoshi da noch den Schild hat? Bist du komplett hohl? Ich meine, ich will mich nicht beschweren, weil ich jetzt nämlich dadurch dann noch Chancen habe. Kommt Luigi jetzt eigentlich hin? Ich glaube immer noch nicht, oder? Ja, nee, eben nicht. Deswegen, ich hab noch lange nicht gewonnen. Weil jetzt nämlich Luigi halt nicht hinkommt. Das ist ein großes Problem nämlich noch. Wo ist jetzt der Gookie-Boo? Da hinten. Kann ich es schaffen, den Gookie-Boo jetzt dann leicht zu besiegen? Das wäre sehr, sehr cool. Weil dann könnte ich nämlich Luigi danach so hinstellen. Hier natürlich nicht, ne? Ist klar. Könnte ich nämlich Luigi danach so hinstellen, dass halt die Grobianer nicht mehr hinkommen. Weil aktuell kommt ja nur der Gookie-Boo zu Luigi hin. Aber wenn ich die Grobianer, oder wenn ich halt Luigi weit genug wegstelle, dann können die Grobianer ihn nicht erreichen. Und dann kann ich in der nächsten Runde noch abschließen. Das wäre ganz gut. Deswegen werde ich es auch so machen, dass ich Rabbit Yoshi tatsächlich nicht ins Gebiet reinstelle, sondern außerhalb, damit ich wirklich sicherstellen kann, dass der Gookie-Boo auch wirklich stirbt. Das ist nämlich wichtiger. Und ansonsten Luigi eben sterben könnte. Und von hier aus kann ich ihn ja nicht erreichen. Deswegen, ja, ich werde es dann so machen, dass ich Rabbit Yoshi nochmal rausstelle aus dem Gebiet. Ja, weil ich habe ja noch einen Zug danach Zeit. Das ist ja okay. Weil ich will jetzt nämlich unbedingt den blöden Gookie-Boo umbringen. Was ich auch sehr wahrscheinlich schaffen kann. Wenn nicht, das wäre jetzt ziemlich bitter. Aber das werden wir jetzt hoffentlich hinkriegen. Ja, das war mehr als genug. Sehr schön. So, okay, gut. Dann, Luigi. Muss ich so weit wegstellen, dass er von keinem der Grobiane erwischt werden kann. Und das ist dann hier hinten zum Beispiel gar kein Problem. Es kommen ja auch keine neuen Gegner nach, habe ich gerade gesehen. Und der Gookie-Boo war ja der einzige Gegner mit Fernangriff, deswegen Luigi ist dann hier safe und kann nicht angegriffen werden. Und dann in der nächsten Runde kann er dann auch das Gebiet erreichen. Und Rabbit Yoshi natürlich auch. Mario kann jetzt dann gleich schon das Gebiet erreichen, weil er ja eh schon in der Nähe ist. Also das dürfte dann doch alles eigentlich jetzt noch passen. War zwar jetzt ein bisschen komisch auch die erste Runde vor allem. Aber hat es dann trotzdem noch, glaube ich, alles gepasst. So, angreifen muss ich gar nicht, weil eh dann gleich alles in Ordnung sein wird. Hoffe ich. So, es kommen keine neuen Gegner nach, sehr schön. Ich werde mal kurz beschleunigen, weil jetzt nämlich die Grobiane eh nicht wirklich viel machen. Die laufen nur ein bisschen durch die Gegend, aber angreifen können die eh niemanden. Deswegen, das dürfte eigentlich alles passen. Da kommt sogar noch eine Röhre. Ja, ist mir egal. Okay, kann sogar noch Mario angreifen. Aber Mario ist mir eh schon egal, weil er eh schon sein Ziel erreicht hat. Und wir haben dann gleich gewonnen. Okay. Gut. Haben wir es dann auch noch hinbekommen. Habe ich jetzt doch, wie gesagt, ein bisschen Angst gehabt, dass wir hier noch versagen würden. Vor allem, ich meine, das lag halt vor allem an dem Gookie-Boo, weil wenn der halt ein bisschen intelligent gewesen wäre, hätte er halt Luigi angegriffen. Aber nee, er geht auf Rabbit Yoshi, der eh noch auch den Schild hatte. Aber gut, ich will mich nicht beschweren, weil wir nämlich dadurch dann gewinnen konnten. Sehr schön. Yay. Gut, aber ein Spaziergang war es dann auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. War schon dann ein bisschen härter. War sogar, würde ich sagen, durchaus die schwierigste Prüfung bisher hier in Welt 3. Obwohl das auch ein bisschen daran lag, dass ich mich auch nicht so gut angestellt habe, finde ich. Und dass ich das noch ein bisschen genauer hätte überdenken können. Aber trotzdem fand ich schon, dass die jetzt nicht so einfach war, wie jetzt die anderen bisher hier aus Welt 3. Okay. Gut, dann haben wir jetzt schon mehr als die Hälfte aller Prüfungen hier wieder geschafft. Das ist doch schön. So, genau. Und hier war dann das erste... Oder, nee, gar nicht, war nicht das erste, sondern das zweite Relikt war ja hier schon. Weil was ist das erste? Ich weiß gar nicht mehr die Reihenfolge. Aber nee, hier war doch der Beruhu-Ballon, oder? Ich glaube schon. Und der war doch das zweite Relikt, weil das erste war doch das Grammophon. Oder? Ich weiß gar nicht mehr genau. Keine Ahnung. Nicht so wichtig. Aber ja, hier ist, glaube ich... Oder ist hier an diesem Ort noch was? Nee, oder? Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas ist. Auch mit unserer neuen Fähigkeit können wir hier nichts mehr anstellen. Deswegen gehen wir dann gleich wieder weiter. Und wo führt mich jetzt dieser Weg hier nochmal hin? Komme ich jetzt dann gleich wieder zurück zu dem Hauptraum quasi. Hier von Welt 3. Von den schaurigen Pfaden. Ich weiß nicht genau. Hier ist noch eine Kiste. Was ist mit der nochmal? Okay, die war dafür da, genau. Die war dafür da, um hier diese Blöcke hier zu erzeugen mit dem Schalter, dass ich dann da zu der Kiste hinkommen konnte. Genau. Aber es sind ja noch irgendwo Blöcke, die ich dann zerschlagen kann vielleicht. Habe ich auf jeden Fall keine gesehen, weil uns fehlen nämlich immer noch ziemlich viele Kisten hier in Welt 3 auf jeden Fall. Und bisher haben wir da auch noch nicht so viele finden können, aber das haben wir in den anderen Kapiteln auch schon häufiger feststellen dürfen, dass es meistens so ist, dass man viele von den Bonuskisten, die man eben dann erst beim zweiten Mal kriegen kann, dass viele von denen erst am Ende der Welt immer zu finden sind. Am Anfang, also in der ersten Hälfte eher weniger und dann eher in der zweiten Hälfte oder sowas. Und deswegen wird es hier wahrscheinlich auch so dann der Fall sein. Das geheime Kapitel haben wir auch noch nicht gefunden, wo das ist, aber das werden wir dann schon nochmal finden, hoffe ich. Achso, stimmt, hier ist ja die siebte. Richtig.
die Superschwere auf den Hund gekommen. Ja gut, dann machen wir halt unsere erste superschwere Prüfung hier aus diesem Spiel. Und wahrscheinlich wieder mal mit Kettenhunden, die ich immer noch nicht mag. Deswegen, ja, die Prüfung könnte dann echt ein bisschen böse werden. Mal schauen. So, was gibt's hier zu tun? Besiege alle Gegner in 6 Zügen. Also, die können auch ein bisschen länger dauern, die Mission. Oh Gott. Und wir haben Zwischenbosse. Aha, einerseits die Pirate-Pflanze und aber auch den anderen Typen da. Den El Calavera, der übrigens immer noch Rabbit Yoshi trägt. Obwohl Rabbit Yoshi wir doch auch jetzt dabei haben, oder nicht? Genau. Obwohl, also Rabbit Yoshi gibt's gerade 2-mal. Oder so. Okay, sehr interessant. So, ich muss alle Gegner besiegen. Und ja, das sind einige. Das ist auf jeden Fall schwieriger als... Ah, wir haben... Das habe ich gar nicht gesehen. Sandy und Blizzard sind auch noch dabei. Um Gottes Willen. Okay, Gehilfen gibt es sogar auch noch hier. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, die Mission, die wird hart werden. Die wird richtig hart werden. Das sehe ich jetzt schon. Ja, okay. Gut. Kampfzentrale. Wen nehmen wir hier mit? Es ist ja gar nicht mal so ein riesengroßes Schlachtfeld und die Gegner stehen alle halbwegs eng aufeinander. Deswegen wäre eigentlich Rabbit Mario wieder eine ganz gute Idee, dass ich wieder dann gleich am Anfang ihn in die Mitte von ein paar Gegnern stelle, Magnetanz mache und mit dem Hammer drauf kloppe. Das ist mittlerweile echt eine Taktik, die ich total lieben gelernt habe. Deswegen, ich werde ihn mitnehmen, ja. Und dann, außerdem ist ja noch immer halt Peach nicht so ganz verkehrt, wenn es darum geht, viele Gegner auf einmal zu treffen, die nah beieinander stehen. Obwohl da zum Beispiel natürlich Rabbit Luigi auch nicht so schlecht ist, weil er halt den allein durch Raserei schon 160 Schaden jeweils machen kann. Also 320 Schaden kann er allein durch Raserei schon ausführen. Das ist schon nicht so schlecht, würde ich vorschlagen. Und er ist ja auch so ein halber Heiler, weil meine Argumentation für Peach war auch, dass sie auch noch eine Heilerin ist so ein bisschen. Aber ist Rabbit Luigi ja quasi auch. Deswegen, dann werde ich mal mit diesen hier kämpfen. Mit Mario, Rabbit Mario und Rabbit Luigi. Wir schauen mal. Rabbit Luigi hat, glaube ich, schon gute Waffen bekommen, genau, aber Rabbit Mario noch nicht. Und er kriegt deswegen auch noch hier bessere, vor allem dann gleich einen besseren Hammer. Aber erstmal auch hier eine bessere Donnerbüchse. Das heiße Eisen oder auch der Splatformer oder sowas. Schicke deine Gegner mit dieser bahnbrechenden Donnerbüchse in die Minuswelt. Game over. Oh wow, da stecken sogar auch mehrere Anspielungen auf einmal drin, vor allem auch die Minuswelt, die altbekannte. Das ist ziemlich cool. Und die ist auch eh besser, weil sie Steinschaden hat. Obwohl Vampir-Effekt natürlich schon auch für Rabbit Mario ganz gut ist, dass ich sie wieder hochheilen kann. Aber trotzdem liebe ich Steinschaden und deswegen werde ich dann das hier nehmen. Ja, ich kann vielleicht beim Hammer dann sogar gleich eher Vampir nehmen. Wenn es da einen mit Vampir-Effekt gibt, gibt es genau. Das kann ich ja vielleicht hier beim Hammer eher machen. Das habe ich ja hier, glaube ich, auch gemacht, genau. Da habe ich auch eher für einen Vampir-Effekt als für einen Stein-Effekt entschieden, dass er sich dann mit dem Hammer immer wieder hochheilen kann. Deswegen werde ich dann mal, glaube ich, hier den... oder die Fledergrau oder den Fledergraus hier nehmen. Dieses Werkzeug der Nacht lässt nichts anbrennen, wenn es darum geht, dem Gegner die Lebenskraft abzusaugen. Okay, das andere ist noch hier, spür die Hitze. Aber nee, ich nehme dann den hier. Ja, yep. Okay. Wie gesagt, Rabbit Luigi hat schon gute Waffen bekommen. Genau, deswegen... Das passt alles. Und Fertigkeiten, kann ich da noch irgendwas Tolles machen? Ich glaube, ich kann nicht so viel machen, ehrlich gesagt, hier. Weil ich nicht so viele Powerkugeln habe für die alle. Und deswegen, das lasse ich mal. Und werden dann gleich den Kampf starten. Ja, los geht's. Okay. Naja, Kettenhunde habe ich natürlich auch noch, ne? Wo sind denn Kettenhunde eigentlich? Also hier ist einer. Und hier. Und das waren... das ist noch ein dritter, ne? Oder? Genau, also drei sind's. Aber die Kettenhunde stehen ja alle ziemlich am Rand. Oder halt in den Ecken. Deswegen, ich werde mich um die erstmal gar nicht so sehr kümmern, ehrlich gesagt. Die sind mir eigentlich erstmal egal, muss ich zugeben. Weil ich mich erstmal dann doch um die ganzen anderen blöden Gegner hier kümmern will. Und die Kettenhunde erstmal in Ruhe lasse. Aber übrigens, Kraftpaket bringt mir gar nicht so viel, weil meine Charaktere alle voll weit wegstehen voneinander. Das ist natürlich blöd. Vor allem auch für Rabbit Mario. Aber er macht ja eh verdammt viel Schaden mit dem Hammer, auch ohne Kraftpaket. Deswegen, das wird schon in Ordnung gehen. Was kann er jetzt eigentlich alles machen? Er könnte sich zum Beispiel eben hier hinstellen und dann mit dem Magnetanz kann er da Blizzy und Sandy von hier aus anlocken. Warte mal kurz, was hat denn der für eine Reichweite nochmal? Ja, schon eigentlich relativ viel. Also hier so diagonal, ich muss mal kurz zählen. Diagonal sind es 1, 2, 3, 4, 5. Ich muss mal kurz jetzt nachzählen schnell, dass ich da auch wirklich auf Nummer sicher gehen kann. Wenn ich mich hier hinstelle, hier, 1, ja, also dich auf jeden Fall und Sandy, 1, 2, 3, 4 oder so. Warte mal kurz, 1, 2, 3,
4, doch, den dürft ihr auch anlocken können. Doch, ich kann die alle anlocken dann. Das ist ganz gut. Und eben nicht nur Blizzy und Sandy, sondern auch noch hier die Gehilfen. Und auch euch kann ich anlocken. Den Calavera-Typen sogar eventuell auch. Warte mal. Doch, ich glaube schon. 1, 2, 3, 4, ja, so halb. Ja doch, aber ich glaube schon, dass ich den auch anlocken kann. Das ist ganz witzig. Vielleicht soll ich mich noch eher dann hier unten hinstellen. Obwohl ich eigentlich eher auch Blizzy und Sandy ein bisschen eher noch treffen will, weil die sogar eher eine Gefahr sind, finde ich. Also den El Calavera-Typen finde ich gar nicht mal so schlimm. Der hat eine 100er Granate. Was haben die eigentlich mal für welche? 65? Ja gut, der ist schon eine größere Gefahr, muss man zugeben. Aber vor allem Blizzy ist halt irgendwie nervig, finde ich. Ja, aber dann werde ich vielleicht so machen, dass ich mich dann hier hinstelle. Aber ich kann davor sogar noch, auch noch grätschen. Also ich kann schon noch einiges hier machen. Ich werde jetzt mal mit Rabbit Mario einfach, ohne mir allzu viele Gedanken zu machen, zuerst angreifen. Und danach dann erst mit den anderen beiden. Das wird dann schon schief gehen. So. Wen grätsche ich denn um? Also zum Beispiel dich und auch die Pie-Rabbit-Pflanze umzugrätschen wäre ganz cool. Ja. Von denen hier muss ich gar nicht so viele umgrätschen, weil die nämlich eh alle sterben werden. Also ich meine, ich könnte noch hier El Calavera eben umgrätschen, um halt noch ein bisschen Schaden dem zu machen. Weil er natürlich schon einiges aushält. Das wäre schon auch ganz gut. Und wahrscheinlich ist es auch das beste Ziel. Weil ich ansonsten nämlich eh gar keinen mehr in Reichweite habe, gar keinen anderen Gegner. Deswegen, das passt dann schon so. Okay, also eventuell würde es dann gleich Rabbit Mario auch sterben, weil ich ihn hier offen rumstehen lasse. Aber wenigstens kann er eben noch einige Gegner, einige nervige Gegner vor allem gleich rausnehmen. Das ist einiges wert, wie ich finde. Deswegen passt es dann schon. Also ja, Rabbit Mario dann eben stellt sich hier hin. Nachdem er hier gerätscht hat, er hat ja auch dreimal gerätscht, genau. Und wird dann eben die alle anlocken und dann ordentlich draufkloppen auf die. Ja, machen wir erstmal das. So, bam. Und bam. Sehr schön. Und bam. Boah, so viel Schaden, hä? Sehr schön. Wie viel KP habt ihr jetzt eigentlich noch? Die hat noch 60. Und du hast noch 25, also gar nicht mehr so viel. Sehr schön. So, dann setze ich den Magnettanz jetzt sofort ein. Oder will ich noch kurz warten und mit den anderen noch was machen? Lass mal kurz gucken. Ich will eigentlich noch warten, dass ich auch noch ein paar von den anderen, die jetzt hier noch in der Nähe stehen, dann umgrätschen kann. Ich kann sogar die Pie-Rabbit-Pflanze dann gleich töten. Und ich kann dir eben noch voll viel Schaden machen mit dem Grätschen von Rabbit Luigi. Das werde ich mal machen. So, okay. Und ich meine, hier auf der linken Seite habe ich ja jetzt dann nur noch den hier, der aber eh kein Problem mehr ist. Den kann sogar Mario dann gleich umgrätschen, wenn er da hinkommt. Mal gucken. Und dann noch den Verteidiger hier, der auch kein Problem sein wird. Und alle anderen Gegner stehen ja auf der rechten Seite und kriegen dann gleich ordentlich an die reingekloppt von Rabbit Mario. Das ist also ganz gut. Wo stelle ich denn jetzt Rabbit Luigi dann gleich hin, ist noch die Frage. Wo könnte er sich hinstellen? Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Er sollte vielleicht am besten so stehen, dass er auch noch Gegner da unten dann treffen kann, wenn einer von denen dann überleben wird. Vor allem, wenn zum Beispiel Blizzy überleben würde. Oder Sandy. Sandy wird wahrscheinlich überleben. Dann kann vielleicht noch Rabbit Luigi denen dann den Rest geben. Und Mario kümmert sich dann vielleicht alleine um die beiden Verteidiger hier. Das wäre vielleicht ganz gut. Deswegen, ja, dann stelle ich mal Rabbit Luigi vielleicht hier hin. Kommt da der Kettenhund zu mir her? Ich glaube sogar ehrlich gesagt nicht. Weil die Kettenhunde müssen sich ja auch an die Regeln halten, dass sie Treppen nach oben laufen müssen. Und ich glaube, wenn er jetzt hier diesen Weg hier bei der Treppe entlang geht, das ist, glaube ich, ein zu weiter Weg. Und er wird dann nicht zu Rabbit Luigi herkommen, glaube ich zumindest. Deswegen werde ich ihn da mal hier hinstellen, dass er eben dann auch noch die unteren Gegner da treffen kann. Ja, er kann sogar eventuell dann den, ja, ich mach mal, er kann sogar eventuell dann den Raketenwerfer auch einsetzen, wenn die alle nah beieinander stehen. Er wird zwar Rabbit Mario dann auch treffen, aber er kann trotzdem dann denen viel Schaden machen, deswegen ist das, glaube ich, ganz gut. Aber ich werde zuerst jetzt mit Rabbit Mario dann jetzt mal kurz eben den Magnetanz einsetzen und dann alle möglichen Gegner hier zu mir herkommen lassen. Das ist echt ziemlich cool. Machen wir ja. Okay, so, Hammer. Okay, siehst du mal, der Hammer trifft nämlich zum Beispiel Blizzy gar nicht mal. Außer ich greife den hier an. Kann ich es irgendwie schaffen, Blizzy und Sandy zu treffen? Kann ich nicht. Okay, das ist ein bisschen blöd. Ja, das habe ich nämlich fast schon gedacht, dass nicht ganz so alles aufgehen würde. Weil die auch ein bisschen zu weit weg waren, die Gegner. Soll ich dann doch eher meine Donnerbüchse benutzen? Ne, das ist der Hammer aber schon besser. So, wen greife ich jetzt an? Ich habe ja eh nur die beiden hier zur Auswahl. Und die werden sowieso sterben. Ich wäre eigentlich eher für den rechten, weil ich nämlich dann Sandy ein bisschen mehr Schaden machen kann und Sandy halt auch ein bisschen wichtiger ist, sag ich mal. Und dir kann ich, glaube ich, auch ein bisschen mehr Schaden machen und vor allem kann ich auch dem hier mehr Schaden machen. Das sind ja zwei verschiedene Gehilfen. Einmal unser B-Gehilfe und der Schaurige. Wenn ich dem Schaurigen mehr Schaden machen kann, wäre das gut.
Deswegen werde ich dann in diese Richtung angreifen, weil wenn ich andersrum angreifen würde, wäre es ja weniger Schaden, stimmt's? Weil er weiter weg ist. Oder ist es derselbe Schaden? Nein, nee, ist sogar derselbe Schaden. Okay, alles klar, das wusste ich auch gar nicht mal genau. Beim Hammer ist es so, dass bei dem Explosionsradius, dass es da egal ist, ob die Gegner etwas weiter weg stehen oder ganz nah dran. Sie kriegen dann, wenn sie vom Hammer nicht direkt getroffen werden, immer gleich viel Schaden. Das ist auch ganz interessant. Ich werde aber trotzdem dann hier schon so angreifen. Ja, machen wir. Kabam! Okay. So. Sehr viel Schaden gemacht und es leben zwar noch viele von denen, aber kriegen wir schon hin. Vielleicht soll ich dann doch eher Mario tatsächlich hier hinstellen und Mario auch noch hier aushelfen lassen. Ja, das wäre besser gewesen, wenn ich Rabbit Luigi in die Nähe gestellt hätte, dass Mario da noch hinkommen kann. Also er kann erstmal den hier, er kann er nicht, umgrätschen, verdammt. Dann kann sich Mario vielleicht sogar relativ offen hinstellen und dann noch die Heldensicht aktivieren, aber halt möglichst nah rangehen. Vielleicht dann hier so hin, das wäre vielleicht ganz gut, dass er noch die Heldensicht aktiviert. Ja, machen wir das. Wird schon irgendwie alles klappen, hoffe ich mal. Hier in der Mission kann jetzt eigentlich Rabbit Luigi noch mit dem Raketenwerfer irgendwas Tolles machen. Und auch viele Gegner auf einmal treffen hier zum Beispiel. Wenn er auf Sandy geht, kann er auch den Gehilfen gleich ausschalten. Das wäre ziemlich gut, wie ich finde. Deswegen, und Rabbit Mario wird sogar nicht mal getroffen hier. Deswegen, das ist eigentlich optimal, würde ich sagen. Ja, das machen wir. Ja, Moment. Lass mich kurz denken. Nee, ich will zuerst mit Mario die Heldensicht aktivieren. Ja, das dann gleich, wenn Sandy durch die Gegend halt gerutscht oder halt hier gestoßen wird. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Dass dann Mario ihn gleich rausnehmen kann. Machen wir. Sehr schön. Und stirb. Ach, ich bin blöd. Ich habe jetzt normal. Das war blöd. Ich wollte den Raketenwerferangriff machen, aber es war ja ein normaler Angriff, stimmt's? Jetzt habe ich nämlich die zweite Heldensicht verschwendet für den Gehilfen. Der mit dem Raketenwerfer eh gestorben ist. Ich habe mich da jetzt verdrückt. Ich wollte eigentlich mit dem Raketenwerfer angreifen. Das war ein Fehler. Ach man, ey. Naja, was willst du machen? Also ich könnte noch Blizzy angreifen. Ich meine, der El Calavera-Typ will ja eh überleben. Und deswegen wäre es vielleicht sogar klüger, wenn Mario noch Blizzy angreift und eventuell den Honigeffekt bekommt, dass sich Blizzy nicht bewegen kann und dann im nächsten Zug sterben wird. Das wäre vielleicht besser. Deswegen werden wir dich angreifen, ja. Machen wir. Sehr schön, Honigeffekt. Gut. Okay, dann lief eigentlich doch alles ganz gut, würde ich mal behaupten. Und Schild, Schwachmacher. Ich wäre sogar eher für Schwachmacher, weil du wahrscheinlich eher auf Mario gehen wirst. Oder auf Rabbit Mario gehen wirst, schätze ich mal. Ich weiß aber nicht genau, deswegen ich setze mal den Schwachmacher ein. Ja. Mir wird übrigens angezeigt, dass der Kettenhund schon auf Rabbit Luigi geht. Mal gucken. Aber kann er ihn auch erreichen? Ja, kann er eben nicht, genau. Okay, alles klar, dann ist alles gut. So. Du machst erstmal Bra und lockst mich hier weg, ja, ist okay. Und du gehst auf. Auf Mario, ja, ist gut. 100 Schaden. Bam! Ah, ne, 80 nur. Ah, ja, stimmt, wegen dem Schwachmacher, richtig. Ja, okay, Mario wird von den Verteidigern auch noch angegriffen. Er ist ein bisschen blöd, muss ich zugeben. Aber das wird Mario schon überleben, weil so viel Schaden ist es ja nicht, was er da kriegt. Und er wird sogar weggestoßen, was gut ist, weil jetzt nämlich der andere Verteidiger nicht mehr herkommen kann zu Mario, glaube ich. Oder doch? Ja, doch, kann er sogar noch, aber er kann nicht viel Schaden machen, weil ich ja, genau. Und Honigeffekt zwar okay, aber das ist schon okay. So, du gehst auf Rabbit Mario, okay. Und du aktivierst deine Schurkengesichter oder was auch immer das ist. Deswegen, ich sollte am besten Blizzy dann zuerst angreifen. Obwohl es mir eigentlich schon lieber wäre, Blizzy durch eine Bewegungsaktion gleich zu killen. Das wäre mir ehrlich gesagt lieber. Deswegen, ja, ich werde dann den Schaden in Kauf nehmen. Ich meine, wie viel Schaden macht denn das? 65 nur, das ist nicht so viel. Und du machst eventuell einen Frosteffekt. Deswegen, ich sollte es bei jemandem machen, der keine Spezialfähigkeit mehr einsetzen will. Wie zum Beispiel Rabbit Mario. Machen wir das so. Dann werden wir hier einmal grätschen. Und hier grätschen. Ja. Und du stellst dich dann einfach direkt neben ihn und wirst dann deine Donnerbüchse raushauen, würde ich vorschlagen. Ja. Kann eigentlich nicht schaden. Machen wir. So, ein bisschen Schaden ist okay. Bam. Du stirbst. Und du nimmst viel Schaden. Achso, jetzt hat er den... Ich bin blöd. Ich habe mich so hingestellt, dass ich mit, dass er den Schild zu mir gezeigt hat. Das war jetzt natürlich wieder höchst intelligent von mir. Ich hab völlig vergessen, dass der ein Schild hat, der El Calavera. Und ich habe mich mal lieber seitlich hinstellen sollen oder auch von hinten ihn treffen sollen. Das war nicht gerade intelligent. Muss ich leider zugeben. Aber, na gut. So, aber ich kann trotzdem sogar El Calavera jetzt dann gleich schon besiegen, wenn ich will.
Ich sollte aber eigentlich auch noch diesen 25er Verteidiger besiegen, weil der mich auch ein bisschen nervt. Weil der hat halt nur noch total wenige KP und der sollte es dann schon mal abkratzen, finde ich. Deswegen, den möchte ich schon auch ganz gerne eigentlich besiegen. Das kann ich nämlich auch von hier aus eben. Ja, und das würde ich, glaube ich, sogar eher machen, als den Calavera-Typen zu besiegen. Oder? Ich meine, andererseits ist der natürlich schon irgendwie eine größere Gefahr, das stimmt schon. Die Frage ist, kann ich das überhaupt schaffen jetzt? Ich mache 160 Schaden jetzt, mit meinem Angriff. Oder halt mit dem Gretchen. Und ja, das Problem ist halt, dass Rabbit Mario eben halt jetzt vor ihm steht und deswegen das nicht so toll ist alles. Das habe ich ein bisschen verkackt, wie gesagt. Ja. Ich werde mal trotzdem versuchen, ob ich es hinkriegen kann. Ich habe Mario auch noch, der auch noch angreifen darf. Und ich glaube schon, dass es Mario und Rabbit Luigi dann hinkriegen sollten, den zu besiegen. Dann ist es leider Rabbit Mario, doch passt schon, Rabbit Mario ein bisschen überflüssig geworden. Weil ich ihn jetzt leider halt blöd hingestellt habe. Aber muss jetzt damit leben. Ich habe zu 90% einen Stoßeffekt. Wenn ich ihn wegstoße, dann wird er wahrscheinlich sein Schild nicht mehr genauso vor sich halten, dass er den Angriff von Rabbit Mario abblocken kann. Problem ist aber, dass dann Rabbit Mario auch weit weg von ihm stehen wird und der dann irgendwo anders sein wird, der Typ. Ich mach's aber trotzdem einfach mal, wird schon irgendwie schief gehen. Bam! Ah, es waren eh die 10% sind eingetroffen. Natürlich. Warum denn noch nicht? Ja, und dann wird Mario mal den angreifen und hoffentlich töten können. Soll ich das Kraftpaket machen? Dass ich ihn sicher töten kann. Ja, wäre besser. Machen wir. Eventuell wird es dann gleich im nächsten Zug Mario vielleicht sogar sterben. Vielleicht, weil der Kettenhund ihn angreifen kann. Und weil der andere Verteidiger auch noch herkommen wird. Deswegen, vielleicht ist sogar Mario ein bisschen hier in Gefahr. Aber wenn einer stirbt, ist er nicht schlimm, wie gesagt. Deswegen, das passt schon. Ich werde mal hier mein Schild einsetzen. So. Und Rabbit Mario kann nichts mehr tun, leider. Er kann auch hier seinen eigenen Schild einsetzen, meinetwegen. Aber ansonsten nichts Sinnvolles mehr machen. Deswegen, das war's dann schon. Okay. Also wir werden die Prüfung auf jeden Fall hinkriegen. Wir werden jetzt vielleicht halt leider dann gleich Mario verlieren, wie gesagt. Ah, nee, gar nicht unbedingt. Stimmt, weil er wurde ja geheilt. Weil ja der Calavera-Typ den Vampireffekt hatte. Perfekt. Deswegen den dann wird er auf jeden Fall übernehmen. Und hat dann auch keine Probleme. Okay. So, du gehst auf Rabbit Luigi. Das ist aber okay. Nicht arg viel Schaden. Und du... Ja, erstmal schön Super-Effekte. Du gehst auf Mario. Der kriegt auch wieder einen Honigeffekt ab, leider. Aber wir können jetzt dann gleich trotzdem die anderen beiden hier killen. Dürfte kein Problem sein. Er läuft noch ein bisschen weg. Aber er kann mir trotzdem nicht entkommen. Hoffe ich zumindest. Genau, ich kann sogar hier beide umgrätschen. Mit Rabbit Mario. Also, ja, haben wir dann auch gleich gewonnen, diese Schlacht hier. So, ich gehe mal dann einfach hier hin. So, diesmal achte ich darauf, dass ich mich seitlich von ihm hinstelle. Und nicht wieder direkt vor ihn. So. Und stirb. Ah. Sehr schön. Gut. Dann haben wir diese super schwere Prüfung hier in nur 3 Zügen geschafft, obwohl wir eigentlich 6 zur Verfügung hatten. Und auch keiner meiner Charaktere ist gestorben. Haben sogar alle eigentlich ziemlich deutlich überlebt. Deswegen würde ich dann doch behaupten, dass wir das recht gut gemeistert haben. Es war halt vor allem wieder die erste Runde, wo halt Rabbit Mario da draufgehauen hat auf alle. War halt echt wieder total wichtig. Und wie gesagt, das habe ich jetzt wirklich total zu schätzen gelernt, diese Taktik, dass wenn eben viele Gegner schon halbwegs auf einem Haufen stehen, dass dann Rabbit Mario wirklich absolut genial ist. Einerseits wegen Kavum-Raserei, aber auch wegen dem Magnettanz und damit dem Hammer draufkloppen können auf die Gegner. Das ist so eine coole Taktik einfach nur. Und allein wegen der hatten wir jetzt dann hier wirklich keine großen Probleme und haben diese super schwere Mission dann doch relativ gut eigentlich hinbekommen, wie ich finde. Okay. Aber ich würde dann erstmal sagen, Leute, das war's dann hier für diesen Part von Let's Play Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Beim nächsten Mal wird's dann hier noch mit den nächsten Prüfungen weitergehen. Uns fehlen ja immerhin noch 3 weitere, die wir noch hier auf jeden Fall machen wollen. Und natürlich noch das geheime Kapitel und noch weitere Kisten wollen wir finden. Also einiges haben wir schon mal zu tun. Und mal gucken, ob wir dann die nächsten Prüfungen beim nächsten Mal auch finden werden. Ich hoffe es zumindest. Ich will ja dann, welchen Weg will ich nochmal entlang gehen? Den hier? Ich habe jetzt nicht mehr ganz genau gemerkt, wie das nochmal war. Nee, eigentlich dürfte es der hier gewesen sein, oder? Weil der dritte und letzte Weg war doch gegenüber vom ersten. Und der erste ist der da. Deswegen ist es dann der dritte und letzte. Ist das richtig? Ich weiß nicht genau. Werden wir dann beim nächsten Mal hoffentlich schon herausfinden, wenn wir dann eben, wie gesagt, die nächsten Prüfungen hier noch suchen werden. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.